Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Leute. Wunderschönen guten Morgen, du da draußen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund. Hast du schon mal bei dir Pickel gesehen, die aber eigentlich gar keine Unreinheiten sind? Ja, Sprache ist wieder so eine Sache. Aber hast du schon mal bei dir Pickel gesehen, die eigentlich keine Unreinheiten sind? Und dich gefragt, was das sein könnte? Kein Problem, bleib dran, denn Barbara und ich werden dir heute erklären, was sich dahinter verbirgt und wie du damit umgehen kannst. Ich bin Max, ich studiere Medizin und ich bin hier bei Dermanostik, um eure Fragen über Kopf, Haut, Haare, Nägel und weitere zu beantworten. Ich bin Barbara, ich bin Hautärztin, Allergologin und hier bei Dermanostik in der Beratung. Sind Unreinheiten immer Pickel? Es gibt ein Phänomen, das ist Reibeisenhaut benannt worden. Barbara, könntest du uns erklären, was Reibeisenhaut ist? Ja, Reibeisenhaut hat den Namen, weil es sich eben rau anfühlt wie ein Reibeisen. Es tritt besonders an Stellen auf, wo eine gewisse Reibung auf der Haut ist, durch Kleidungsstücke, sprich Oberarme, Oberschenkel sind häufig betroffen. Und das Phänomen, was dahinter steckt, ist, dass die einzelne Pore zu stark verhornt, sich dann wie ein Knötchen zeigt und sich darunter manchmal entzünden kann. Und daher kommt die Ähnlichkeit, die angenommen wird. Und man denkt, es wären richtige Pickel, sind es aber nicht. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant zu wissen, wie und vor allem wo diese Krankheit auftauchen könnte. Aber hast du jetzt auch noch einen Tipp für mich persönlich, wenn ich die Krankheit habe, was ich dagegen tun könnte? So eine Top-5-Liste beispielsweise. Ja. Präventiv nicht zu enge Klamotten anziehen, Luft an die Haut lassen. Man kann leichte Peelings machen. Man kann mit harnstoffhaltigen Cremes das behandeln. Ja, wenn es eben trotzdem die Rötung im Vordergrund steht, dann ist manchmal auch fachdermatologische Behandlung oder Beratung gut. Gerne hier auch bei uns bei Dermanostik. Vielen Dank, Barbara, für die Information. Um euch oder eher gesagt dir da draußen nochmal wirklich zusammenzufassen, was du unbedingt mitnehmen solltest, solltest du vor allem Reibeisenhaut haben, fasse ich dir jetzt nochmal die drei wichtigsten Tipps zusammen. Erstens, trag lockere, luftige Kleidung. Das hilft deiner Haut ungemein und ist super toll. Zweitens, benutz Peelings. Die unterstützen nochmal das Ganze und helfen dir, wie gesagt, auch nochmal mit der Haut. Und drittens, harnstoffhaltige Cremes, beispielsweise Urea. Fakt ist, solltest du Reibeisenhaut haben oder Pickelchen, von denen du nicht ganz genau weißt, ob es sich um Reibeisenhaut handeln könnte, dann erreichst du unsere Hautärztinnen über Dermanostik immer 24/7. Die sind für dich da und beantworten dir jede Frage. Beispielsweise Barbara, ne? Beispielsweise ich. Ich habe noch einen Tipp für euch. Die Reibeisenhaut tritt vor allen Dingen eben bei jungen Menschen auf. Es ist eine der wenigen Sachen, die im Laufe der Jahre besser werden. Ich will nicht sagen im Alter. Aber was darauf eben beruht, dass die Verhornungstendenz im Laufe der Jahre abnimmt und sich das Problem irgendwann mal ganz von alleine löst. Das heißt, altern ist besser hier, ne? Top. Einmal, ja. Na gut, meine Lieben, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Solltest du Fragen haben oder sollten wir irgendwelche Themen besprechen wollen, müssen, tollen, die dir persönlich wichtig sind, dann schreibt die uns unbedingt in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und auf jeden Fall guckt auf Insta vorbei und guckt auch auf TikTok vorbei. Guckt überall vorbei, weil wir haben so viele Informationen, die wir dir gerne mitgeben würden, damit deine Haut, deine Haare und deine Nägel immer flawless und beautiful sind. Von daher wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund. Und wir sehen uns. Ciao! Ciao.